Das Ende einer weiten Reise. Aber fangen wir besser am Anfang an. Ich befinde mich auf dem Weg nach Shanghai. Als jemand aus einer kleinen Stadt bin ich auf die 20 Millionen Metropole mehr als gespannt. Die 100-Zahl dieser einen Stadt entspricht etwa einem Viertel der Gesamtbevölkerung Deutschlands. Das muss man sich mal vorstellen. So, ich bin jetzt in Downtown Shanghai angekommen und um mich rum sind einfach nur unglaublich hohe Gebäude. Und mal schauen, was man sonst hier noch so entdecken kann. Shanghai ist eines der wichtigsten Zentren für Chinas wirtschaftlichen Aufschwung. Die Metropole liegt an der Mündung des Flusses Huangpu, der die Stadt in zwei Bereiche unterteilt. Östlich des Flusses liegt Pudong, das vor allem durch seine seit den 1980er Jahren in immer atemberaubendere Höhen wachsenden Wolkenkratzer bekannt ist. Das Viertel ist in den letzten 30 Jahren völlig neu entstanden und supermodern. Es wird vor allem von Glas und Beton dominiert, mit teils futuristischen Gebäuden. Auch wenn einige wirken, als seien sie direkt einer Zukunftsvision aus SimCity 3000 entsprungen. Der Einkaufs- und Finanzdistrikt ist weltweit der einzige Ort, an dem sich drei superhohe Wolkenkratzer mit über 300 Meter Höhe ballen. Dem 88-stöckigen Jin Mao Tower, inspiriert von klassischer asiatischer Architektur, dem Shanghai World Financial Center und dem Shanghai Tower. Der mit 632 Metern aktuell zweithöchste Wolkenkratzer der Welt überragt seine beiden Nachbarn bei weitem. Aus den Besucherplattformen eröffnen sich bei Tag und Nacht überragende Blicke auf die anderen Viertel der Stadt. Auf der anderen Seite des Flusses liegt der Bund. Dieses Viertel ist vor allem durch seine westliche Architektur aus den 20er und 30er Jahren geprägt. Shanghai blickt auf eine lange Geschichte zurück. Besondere Bedeutung und Wachstum hat es aber erst richtig nach dem Ende des Ersten Opiumkriegs im Jahr 1842 erfahren. Damals wurde Shanghai als eine von fünf Hafenstädten für den Überseehandel ausgewählt und auf Druck der Imperialmächte für den Handel geöffnet. Viele dieser Länder haben anschließend ihre Niederlassung im Viertel am Bund eröffnet. Durch diese Gebäude mit westlicher Architektur haben die Viertel heute ein besonderes Flair. Außerdem öffnen sich von hier aus
wunderbare Blicke auf die Hochhäuser auf der anderen Seite des Flusses. Besonders abends tummeln sich hier Menschenmassen, um Bilder von sich selbst, den Hochhäusern oder sich selbst mit den Hochhäusern zu machen. Auch bei Brautpaaren scheint das Ambiente sehr beliebt zu sein. Ich habe jedenfalls noch nie so viele auf einem Haufen gesehen. Insgesamt wird das Gebiet um den Bund herum abends nicht leerer. Es tummeln sich überall Menschen, die Gehwege in den bekanntesten Straßen sind überfüllt und teilweise regelt sogar die Polizei den Fußgängerverkehr. In die Straße des Bunds mündet die Nanjing Road. Das ist Shanghais bedeutendste Shoppingstraße. Viele westliche und asiatische Marken sind hier mit Geschäften vertreten. Aber sobald man sich etwas abseits der schillernden Fassaden bewegt, taucht man in eine völlig andere Welt ein. Ich persönlich habe selten eine Stadt gesehen, bei denen die Unterschiede zwischen Arm und Reich so stark zutage treten wie in Shanghai. Auf der einen Seite gibt es Hochhäuser mit polierten Böden und Luxussuiten, Edelkarossen auf den Straßen und eine Armee von Reinigungskräften. Gleichzeitig sieht man viele Straßenhändler mit alten, klapprigen Dreirädern, die Waren von A nach B transportieren oder Essen anbieten. Viele Viertel könnten nicht gegensätzlicher als das schillernde Zentrum sein. Es gibt kleine, teilweise heruntergekommene Häuser, in denen Menschen in einfachen Verhältnissen leben. Die Straßen sind von Geschäften gesäumt, die jeweils auf einen bestimmten Typ Ware spezialisiert sind. Viele Geschäfte erinnern dabei eher an umgenutzte Garagen als an Geschäfte. Es werden die unterschiedlichsten Produkte angeboten. Von Meeresfrüchten über verschiedenste Arten Fleisch, Fisch und exotische Früchte, Kleidung, Elektronik und unnützen Kitsch gibt es nahezu alles zu kaufen. Auch wenn mir als Westler vieles davon total unbekannt war. Was man an den Straßenmärkten nicht finden kann, das gibt es in den sogenannten Fake Markets, wo es alle möglichen Produkte zu kaufen gibt, die aber eben, wie der Name schon sagt, alle gefaked sind. An nahezu jeder Ecke bieten Straßenhändler verschiedene Speisen an. Das Leben pulsiert hier auf den Straßen. Besonders auffällig sind auch die vielen Roller auf den Straßen, die dank Elektroantrieb fast lautlos unterwegs sind. Da sie nachts zum Stromsparen nahezu ausnahmslos ohne Licht fahren, sind sie eine nicht zu unterschätzende Gefahr für unachtsame Fußgänger und auch für sich selbst, da sie im wilden Zickzack durch die Straßen fahren. Ungeachtet der leisen Elektroroller ist Shanghai verglichen mit europäischen Städten sehr laut. Überall wird gehupt, die Leute reden und telefonieren laut, es gibt quietschende Reifen, rufende Händler und pulsierendes Leben überall. So, wir sind jetzt hier mal draußen unterwegs und wollen mal das Nachtleben erleben. Mal gucken, was es hier so zu entdecken gibt. Vorhin haben wir schon ein paar Skurrilitäten entdeckt. Mal schauen, was wir hier zu sehen.
wir haben uns gerade hier in so eine Seitengasse verirrt und haben da irgendwas Frittiertes genommen. Schmeckt aber ziemlich gut. They have the English menu. Ah, okay. Got it. This is boring. That's more exciting. Wir sind mit Freunden in einem Restaurant zum Hotpot-Essen verabredet. Das ist ein typisch chinesisches Gericht, bei dem verschiedenste Zutaten direkt im Topf gegart werden. Bacteria soup. I am not sure if this translation is so good. This is a spicy one, and this is a clear soup with a bone. Okay. Anschließend werden sie mit dem Stäbchen aus dem Topf geangelt. Mm.